Ja, hallo, servus und grüß euch. Herzlich willkommen zurück zum neuen Trakt in unserem kleinen Spital. Drei-Sterne-Krankenhaus. Wir müssen noch 5 Mitarbeiter befördern. Den Rest haben wir erledigt. Das ist nice. Personalherausforderung: erledige 5 Monobiester. Leider haben wir das nicht erfüllen können. Ja, einer mit Monobraue ist uns leider verstorben. Wie so viele unserer Patienten. Es ist tragisch, es ist fürchterlich. Wir befördern. So. Vier Leute müssen wir noch befördern, das machen wir. Ich möchte gerne das auch zum 3-Sterne-Krankenhaus bringen. Und wir haben einen neuen Trakt. Ich habe das mal eingerichtet. Wir haben die Bettenstation. Die konnte ich kopieren und das ging sich richtig geil aus mit der Ecke da. Das fand ich, das habe ich richtig gefeiert. Das ging. Noch ein Diagnosezimmer. Easy-Scan werden wir auch gleich erweitern. Gleich mal upgraden. So, was magst du? Die geht zur Station. Ja, sind ja schon dabei. Ui. So, und ich hoffe, die verteilen sich da jetzt auch. Noch machen wir Plus eigentlich. Nicht viel mehr, aber sollte sich ja ändern jetzt mit den neuen Toilets. Ja, Toilets sollten wir vielleicht da auch noch einbauen. Da werden wir aber die Kleinen da kopieren. Und daher knatschen. Geht sich nice aus. Ist okay. Müsste reichen. Wir haben da jetzt relativ schön verteilt. Zwar kleine Toilet-Einheiten. Aber das müsste hinhauen. So, was ist mit du? Bettgesicht fehlgeschlagen. Oh, mir tut das immer so leid, wenn das fehlschlägt. Aber warum weiß man auch nicht so genau. So, Medikamentenmixer 2 ist schon geupgradet. Ausbilden müssen wir niemanden mehr. Und da läuft doch schon der Erste in der Kardiologie. Lauf, Clown, lauf. Und ja, hat sich ausgezahlt. War vielleicht gar keine Sekunde zu spät, dass wir das erweitern. Weil die dürft voll sein, die Station. Und da wäre die Frage, ob wir nicht gleich noch eine Bettenstation reinknatschen. Was? Irgendwas restocking manually. Egal, wir lassen das jetzt einfach mal laufen. Es läuft, im wahrsten Sinn des Wortes, glaube ich, sogar ziemlich gut. Der geht zur Arztpraxis. Arztpraxen haben wir ja 4 Stück. Diagnosezimmer haben wir jetzt auch 4 Stück. Auch wenn die noch nicht besetzt sind. Naja gut, man kann nicht alles haben im Leben. Wollen wir denen das gönnen, dass wir... Ja, so viel zum Thema. Wir haben eh 4 Stück Arztpraxen und dann müssen wir gleich eine neue bauen. Aber dann machen wir das. Dann machen wir das. Wir nehmen die Arztpraxis, kopieren. Und das finde ich richtig geil, dass sie das echt eingebaut haben. Das war ja ein großer Wunsch von den Early-Testern quasi. Und es wäre wirklich mühsam gewesen, das jedes Mal aufs Neue zu designen. Wir stellen auch gleich einen neuen Arzt ein. Der ist gut. Sie ist gut. Neue Krankheit entdeckt. Kopfsalat. Der Patient ist völlig perplex. Wird häufig durch Konfrontation mit neuen Informationen hervorgerufen, die ein völliges Umdenken erfordern. So geht's mir ständig. Nach eingehender Analyse dieses Zustandes haben Wissenschaftler folgende Gleichung aufstellen können. Verstand ist gleich erschüttert. Leider hat diese Gleichung sich als völlig nutzlos herausgestellt. Auch so geht's mir ständig. Meine Gleichungen sind auch immer völlig nutzlos, aber was soll's. Wir werden den Patienten sofort zur Behandlung hierher schicken. Psychiatrie. Ja, Psychiatrie... Das ist jetzt blöd, dass wir da so einen kleinen Gang haben. Finde ich jetzt nicht cool. Eigentlich hätte ja das der psychiatrische Trakt werden sollen. Was wir ja tatsächlich vielleicht noch machen können. Wir könnten ja diese Arztpraxis einfach wegverschieben. Oder wir warten einfach ab, bis wir unseren dritten Stern haben und verlassen dieses Krankenhaus. Das stört mich jetzt, dass wir da hinten so einen Eckerl haben. Können wir das Klo... Vielleicht können wir... Moment, wir machen das Klo einfach... größer. Wir schieben dich daher. Fertig. So. Nicht abbrechen. Drehen. Dann können wir nämlich sogar noch einen Handtrockner daher knatschen. So, perfekt. Hätten wir da auch ein größeres Klo.
deutsche Sprache, schwere Sprache, ein größeres Klo. So, warum arbeitet da niemand? Krankenpfleger? Einstellen, Krankenpfleger. Du siehst gut aus, dich nehmen wir. Also gut aussehen im Sinn von nicht körperlich, sondern von seinen Werten, die er hatte. Und dann nehmen wir noch Hannah McGuffin. Sieht auch gut aus und das meinte ich da mit diesen Werten da. Einstellen. So. War natürlich klar, da vorne ist ein richtig schöner, geiler Wartebereich und die stehen halt da. Ja, steht's halt. Steht's euch die Beine in den Bauch, mir egal. Zirkusproblem, Herausforderung. Haben wir es geschafft? Wir, also, noch nicht. Aber wir haben zwei Deprimatoren. Der Stufe 2, das sollte gut gehen. Das sollte klappen. So, haben wir da jetzt noch Platz für die Arztpraxis? Wir könnten die da so dran knatschen. Und dann können wir die Psychiatrie duplizieren. Wir machen das mal. Ich drücke mal auf Pause. So. Bearbeiten. Verschieben. Wir schlichten unser Spital jetzt um. Wir werden die Arztpraxis. Macht das Sinn, was ich tue? Es macht nie Sinn, was ich mache. So. Die Arztpraxis kommt daher. Weil, dann können wir... da stehen jetzt einfach so die Automaten in der Gegend rum. Kopieren. Das machen. Das wollte ich. Nice. So, ihr beide führt euer Behandlungsgespräch drüben auf der anderen Seite weiter. Weil dann kommen die ganzen Psychos auf die Seite. Da ist auch ein riesen Klo. Wir haben ja viele Psych... Gehält 0 für Zirkusproblem. Ja, macht's was gegen dieses Zirkusproblem. Ah ja, schau. Der Gang ist etwas zu schmal. Arzt Dr. Clive Bonkenheim. Da wird schon fleißig diagnostiziert. Das gefällt mir, so kann es bleiben. Fachärztin hätten wir auch schon gewusst. Größere Zimmer und füllen sie mit interessanten Objekten. Wir verdienen gerade eine Menge. Damit können wir auch richtig geil die Beförderung starten. Befördern. So gut waren wir eigentlich. Oh, jetzt wird es aber schon langsam eng. 69 plus, 65 minus. Jetzt kommt langsam ein sehr unguter Turnover. Turnaround. 2 müssen wir noch mit befördern, dann haben wir ein 3-Sterne-Hotel. So, wohin gehst du? Du hast Lykanthropie, du musst zur Apotheke. Ja, hol dir. Du bist ja nur kurz vorm Tod, ne? Hol dir noch kurz Zeitungen und so, nicht, dass du rübergehst zur Apotheke, ha? So, wir werden den jetzt tracken. Oder sie. Maya Takmatadam Blam Bum. Ob sie es schafft? Wir wissen es nicht. Das ist spannend. Lauf, Maya, lauf. Du hast nicht mehr weit bis zur Apotheke. Da ist das der Clown-Konvent. Ja, eh klar. Wir müssen Clowns heilen und sie geht Zeitung lesen, ne? So. Oh, jetzt müssen sich die noch anstellen. Warum haben wir denn schon wieder Krankenpfleger einstellen? Krankenpfleger. Wir haben niemanden mit Apothekenkenntnissen. Ja, Holunder. Holunder, komm, kümmere dich um Maya. Die hat nicht mehr so lange. Maya? Magst du? Dahin gehen? Zur Holunder? Fühlt sich irgendwie lieber angesprochen. Wo sind die jetzt hinkommen, die Holunder? Die habe ich doch gerade positioniert. Naja, wird schwierig. Apotheke. Irgendwas läuft hier sehr strange. Naja, gut. Hauptsache meine ganze Belegschaft chillt da wieder in der Gegend rum. Ja, steh halt in der Gegend rum. Da haben wir lauter Ärztezimmer und so. Arzt Clive Bonkenheimer, der macht aber gerade Pause. Silvia Schachler. Da haben wir noch keinen Krankenpfleger. Desmond Cumberland einstellen. Aber wir sind schon wieder im Plus. Ist okay. Weiterbildung benötigt. Jetzt weiterbilden. So. Weiterbildungslehrgang, Motivation, Ausbildung.
Ausdauertraining, Geisterjägerei, was hast denn du? Instandhaltung und na dann machen wir noch zusätzlich Mechanik. Und du wirst ausgebildet von Jeremiah Cardigan. Kurs starten. Ja, und als nächstes machst du den Toilet Putzer 2.0. So, Easy Scan, die sind ja schon alle auf 2. Ich weiß nicht, was er will von mir. Lester Korruption, Facharzt. Normalerweise mache ich keine Vorschläge, aber neulich hatte ich diese Herausforderung, heile 10 Patienten. Das sollte man aber jetzt schon langsam schaffen, oder? Ich meine, so ein Nudelhaus-Krankenhaus sind wir jetzt nicht mehr. Gut, Umtopfer dürfen nicht zu viel gleichzeitig kommen. Wir haben nur da den, aber den dafür auf Level 3. Wie sieht's mit unseren Clowns aus? 5 geheilt, einer fehlgeschlagen. Der Gesundheitsminister ist unterwegs. Das sollte eigentlich auch gut gehen. Das heile Patienten, also das müsste man schon schaffen, Leute. Und da müssen wir noch 2 befördern und wir haben ein 3-Sterne-Krankenhaus. So, Kardiologie, es läuft im wahrsten Sinn des Wortes. Was ist mit euch, 2 Vögel? Psychiatrie. Ja, der steht jetzt wieder da, anstatt dass er rübergeht in die Psychiatrie. Es ist zum Heulen mit diesen Patienten. Du wirst fleißig ausgebildet, Carrie. Passt. Montgomery Stümper, das ging schief. Daisy Klotz. Wir verdienen richtig viel, 223.000. Wir haben die meisten Clowns geheilt. Also das, die Formulierung ist für mein Krankenhaus ja schon richtig gut. Die meisten. Eigentlich sollten wir alle heilen, aber wir haben 6 von 7 geheilt. Und Kudosch war jetzt nicht so besonders toll. Ey, es hängt. Wollen wir da noch eine Psychiatrie herbauen? Ich meine, wir haben da jetzt 3 Psychiatrien. Wir machen das. Kopieren. Einfach damit sich das auch ein bisschen verteilt, die Last. Kommt da eine Psychiatrie noch her? Weil wir haben ja gesehen, da stand einer sinnlos dämlich in der Gegend rum, der eigentlich zur Psychiatrie wollte. Und was wir jetzt vielleicht machen könnten, ist, wir haben ja da diesen Zeitschriftenstand. Nice! Dann ist es nicht so langweilig. Automaten und so haben sie ja eh da. Wo gehst du jetzt hin? Arztpraxis. Ja, da sollten wir. Wir sollten ihnen was zum Sitzen hinstellen. Sind doch mehr Leute, die zum Arzt müssen, als ich dachte. 1, 2. Dann können die da zumindest mal sitzen. Und natürlich, ihr wisst es, Pflänzchen. In jedes Eck eines. Einfach damit das hübscher und sympathischer wird. Stellen wir da mitten im Weg. Ja, machen wir das. So. Wollen wir denen dann noch da was irgendwas hinhängen? Ja, machen wir. Cheesewater-Druck. Warum haben wir ihn gekauft, wenn wir ihn nicht verwenden? Anschlagsbrett. Zeichnungen. Immer wieder schön fürs Herz. So. Marvin Jung, Assistent. Weiterbildung Mechanik hätten wir abgeschlossen. Lester Korruption, Zeitbegrenzung haben wir geschafft. Nice, 205 Kudos. Damit können wir auch gleich befördern. Und wir können jetzt so. Objekte. Durchatmen und konzentrieren. Ich will den Energy-Automaten. Energy-Drink. Energy-Automaten-Drink. Drink-Automat. Ja! Und den stellen wir auch gleich her. Geht sich der da noch aus? Ja! Energy-Drinks. So, und jetzt müsste sich das ja relativ schön verteilen. Da ist auch schon der oder die erste in Behandlung. Da haben wir WCs,
da ist ja fast nichts mehr los. Das heißt, da haben wir den gröbsten Stress aufgeteilt. Und das ist eigentlich auch überschaubar und nice. Da fehlt uns jetzt ein Psychiater. Dann können wir ja mit 250 Flocken, ja, können wir ruhig jetzt einstellen, wie die Blöden. Da gleich den richtig guten. So, schwupps. Fehlt uns noch irgendwo auf einer Station jemand? Krankenpfleger, einstellen. Diagnose plus, schwupps. So. Krankenpfleger benötigt, einstellen. Weil die alle Pause machen, die sind ja nie erreichbar. Aber jetzt, ja, jetzt haben wir zweier Teams. Dann werden wir auch gleich noch eine Apotheke kopieren. Die geht sich nämlich schön da aus. Okay. Ja, ich will es so. Was braucht meine Apotheke? Krankenpfleger. Wir stellen jetzt ein, was geht. Krankenpfleger, Wahnsinn, was wir alles benötigen. Wie viel wir benötigen, sagen wir es mal so. Die können wir ja dann auf Schulung schicken, aber wir haben jetzt zumindest, sollten wir jetzt schon fast vollständig zwei Schichten haben, während die eine wegchillt, was sie meistens tun, kann der Rest sich um die Patienten kümmern und wir verdienen ein Vermögen. So, wie sieht es denn aus? 108.000 nehmen wir ein, 60.000 geben wir aus. Das ist nice. Das kann nicht besser laufen. So, auf das bin ich gespannt. Der Gesundheitsminister verlässt das Krankenhaus. Nice, und wir haben ein Häkchen. Update zur Öffentlichkeitsarbeit. Positiv abgelaufen. So macht's Spaß, so gefällt mir das. Da können wir nochmal... Da könnten wir nochmal expandieren. Und da können wir expandieren. Dann haben wir so ein richtiges rundum... Einmal ums Karree Krankenhaus. Aber ich glaube, es läuft. Und ich meine, Kardiologie könnten wir uns natürlich überlegen, ob wir da noch eine reinstellen. Machen wir das. So. Und das würde ich jetzt auch noch gerne machen, dass ich einfach diese Kombination kopiere. Und da nochmal hinbaue. Kranken... Ja, da hat die schon eingeteilt. Das ist okay. Können wir einen Kurs starten? Was haben wir denn? Ja, machen wir das so. Machen wir Dreierpsychiater. Casarole, du magst das. Kurs starten. Dafür bezahlen wir dich. Dafür bist du da. So, du musst leider noch warten. Da kommt sie schon. Branwen, wie heißt sie? Schachler. Branwen Schachler, sie wird sich um euch kümmern, die lässt euch laufen, dass euch die Luft ausgeht. Und jetzt würde ich gern, wie gesagt, also diese Kombi würde ich gern... Geht das vielleicht? Nee, geht nicht. Schade. Jetzt stehen die da halt natürlich wieder mal sinnlos dämlich in der Gegend rum. Also müssen wir das händisch machen. Was ist Bad News? Probably outlawed sneezing and created a new tax on elbows. Remember, folks, we gotta vote these people out. Hat der jetzt unser Krankenhaus gemeint, dieser Radiosprecher? Wobei ich weiß nicht, ob ihr den jetzt gehört habt, weil bei der Aufnahme, ich muss den leiser drehen, ich höre ihn nur ganz, ganz schlecht, aber der nervt fürchterlich, weil er immer dazwischen quatscht. Und ja, als Let's Player macht es wenig Spaß, wenn wir andere dazwischen quatscht. Gasplankton. Trunk. Ich sollte jetzt wirklich jetzt aufhören. Die letzten Folgen waren wieder eine Aufnahmesession. Man merkt's. Ich rede schon wieder nur Blödsinn. Ich kann nicht lesen. Ich bin komplett fertig. Clownerei. Es ist fürchterlich. Haben wir nicht das Bücherregal auch mal freigeschalten gehabt? Maintenance announcement. Plants need water. Plants need water. Das bedeutet für uns, was genau? Wir brauchen mehr Hausmeister. Natalie. Hey, einstellen. Große Personalrunde. Sandwich. Einstellen.
damit das gut geht, wer sollte hier arbeiten? Krankenpfleger. Dann stellen wir auch noch einen Krankenpfleger ein. Oh, Medikament. Bolognese. Bolognese, du magst das. Gleich mal updaten. So, einen Mitarbeiter müssen wir noch befördern. Dann haben wir ein 3-Stern-Krankenhaus. So, dann... Ärzte. Ich glaube, Ärzte haben wir genug, oder? Ich weiß es nicht. Krankenpfleger, Assistenten. Wir werden nochmal Chutney einstellen. Keine Ahnung, ich klatsche den mal her in der Hoffnung, dass Chutney seinen Weg selber findet. Ich habe jetzt keine Zeit, mich um neue Mitarbeiter zu kümmern. Aber wir werden da mal noch eine Automatenreihe hinstellen. Energy, was Salziges, was Snackiges und normaler Getränkeautomat. Soll ja nicht heißen, wir lassen die verdursten. Gut, die Station ist zum Glück unterbelegt, da tut sich nicht viel, aber das ist... Oh, entschärft und da geht's rund. Aber wir haben halt auch nur eine Aufnahme. Können wir eine zweite so dran bauen? Oder können wir die so bauen? Moment, wenn wir die weiter vorschieben, dann müssten wir doch eine zweite Aufnahme. Ja, können wir. Nice. Assistent. Oh. Funkler. Dann müsste ich das jetzt so richtig auch aufsplitten. Die werden sich zwar prügeln, weil die dann irgendwie so sich gegenseitig im Weg stehen. So, 21 Minuten, es ist irre, wie schnell die Zeit vergeht, Leute. Aber wir müssten noch einen Mitarbeiter befördern, dann hätten wir... Oh, da haben wir sie auch schon. Befördern. Befördern, wir haben es geschafft. Wir sind ein 3-Stern-Krankenhaus. 200 Kudos, 30.000. Wir fahren jetzt da noch fort. Das passt aber ganz gut. Ich wollte jetzt gerade einen Cut setzen. Befördere 3 Mitarbeiter. Wir befördern jetzt mal. Befördern. 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 Clive Barker haben wir auch gleich erledigt. Das ist geil. Das lief wie am Fließband quasi. 235. Ich drücke mal auf Pause. Herzraser 3. Könnten wir jetzt in dem Krankenhaus schon... Na, da hat wer einen Lucky gemacht. Könnte man in dem Krankenhaus schon durchziehen, aber... So. Suchen wir uns noch eine nice View fürs Titelbild. Thumbnail. Mr. Thumbnail. So, na gut. Wir sehen uns im nächsten Spital. Danke fürs Zusehen. Bleibt gesund. Ich wünsche euch was. Ciao, Baba.